der Platz rechts neben mir ist frei. Ich wünsche mir die Wiki herbei. Da bin ich. War der Spruch richtig? Nein, man sagt, mein rechter Platz oder mein linker Platz ist frei. Aber ich hab's schon verstanden. Billy will spielen. Uhuhu. Nein, falsch, falsch, falsch. Das ist hinter das Sofa gelaufen. Hallo ihr Lieben, wir haben heute ein neues Video für euch und das ist die ultimative BFF Farben Challenge. So heißt die. Das hast du gerade erfunden, ne? Wie soll sie sonst heißen? Ich finde den Namen toll. Wir dürfen heute nur in einer Farbe leben. Jeder in einer anderen. Es geht darum, dass man nur diese Farbe kaufen darf, nur diese Farbe essen darf, nur diese Farbe anziehen darf. Wir werden sowas von bescheuert aussehen, ich sag's euch. Kommentarfrage. Wer bekommt welche Farbe von uns? Welche Farbe bekommt Vicky? Welche Farbe bekomme ich? Fällt euch schon was auf? Ich habe gelb bekommen. Sarina ist nämlich eine kleine Banane. Und ich habe rosa. Sehr kreativ. Lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare, welche Farben könnten wir noch machen? Gibt es verrückte Farben? Farben, die schwieriger sind? Next Level und so? Heute steigen wir bei Level 1 ein. Und wie sieht jetzt unser Tagesplan in gelb und rosa aus? Heute am Tagesplan steht. Als erstes müssen wir ein Outfit aussuchen, denn ihr denkt, oh, die zwei, die sind ja schon gut angezogen. Aber die Wahrheit ist, tada! Wir sind noch nicht ganz eingekleidet, da fehlt noch was. Und wir wollen natürlich so richtig Overload. Also da kommt noch eine rosa Jacke drüber, eine rosa Hose oder ein rosa Rock, rosa Schuhe. Wir werden strahlen, Leute. In gelb und rosa. Entschuldigung, haben Sie zu viel Zitrone gegessen? Nein, zu viele Bananen. hier, das ist noch dein Accessoire. Hallo, was sagen Sie zu Ihrem Outfit? Mein Outfit ist heute sehr gelb, aber Leute, ich finde es gar nicht so schlecht. Wieso hast du denn keine gelbe Strumpfhose an? Ich ziehe gleich noch gelbe Schuhe an. Nichts zu schämen, oder? Jetzt ist sie stolz auf ihr Outfit, ich glaub's nicht. Okay, jetzt will ich aber noch die gelben Schuhe auch sehen, ne? Ja, zeige ich euch. Board. Au, ich bin mir gerade in die Zehen gefahren. Das ist Vickys Outfit. Ich bin heute rosa in rosa. Ich muss mich hier herzlich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe keinen rosa Gürtel und der Rock ist mir sonst zu groß. Aber der Rock ist rosa, das T-Shirt ist rosa gestreift, meine Haare sind rosa. Natürlich kommen noch rosa Schuhe, rosa Jacke und dann werde ich so rausgehen. Hä? Kein Kommentar. Oh, vielleicht hätte ich die Schuhe mal putzen sollen. Naja, vor lauter Gelb sieht man schon den Dreck nicht mehr. Das ist mein heutiges Sprichwort. Ich werde den Look jetzt finalisieren. Da muss ich jetzt durch. Hallo. Meine Lieblingsfarbe, blau. Glaubst du, die Leute finden uns komisch? Nein. Wir müssen aufsteigen. Ihr wisst, was gleich passiert. Ich werde stürzen. Oh nein, nicht stürzen. Soll ich dir meine Hand geben? Oh, hey, sie ist schon weg. Wie lenkt man das Ding? Ich bin da jetzt fast in den Graben gefahren. Was nach hinten? Wir müssen hier immer umdrehen. Lenk das doch. Mann, Vicky, setz dich jetzt mal da ordentlich drauf. Und jetzt musst du dich auf die Seite lehnen. Das ist ziemlich gefährlich, Leute. Willst du es noch mal im Stehen probieren? Ich weiß nicht. Er ist verkehrt, Leute. Immer diese Wiesen. Ich brauche eine größere Strecke. Ich brauche Freiraum, Leute. Yay! Und Kurve und Trick und weiter und Sprung und weiter. Woohoo. Ich habe schon was in rosa entdeckt. Handschuhe. Nehme ich mal. Kann man immer gebrauchen. Vicky, guck mal. Hier ist ganz schön viel rosa. Aber auch gelb. Hier, gelb. Kannst du gleich nehmen. Den will ich. Nehme den rosa. Oh, das ist ein Zahnbutthalter. Wie cool. Oh Mann, wieso ist denn hier einfach nichts gelb? Da hätte ich gut shoppen können. Ich habe was für dich. Einen gelben Staubsauger. Den kann man doch bestimmt gut gebrauchen. Oh, das sehe ich schon. Eine Banane für mich. Wisst ihr, was ich als allererstes gedacht habe, als unsere Farben feststanden? Rosa und gelb. Daran. Wer kennt sie? Diese rosa und gelben Bärchen? Das ist der perfekte Snack für uns. Der einzige, den wir teilen dürfen. Hoffentlich sind mehr rosa drin, Leute. Hier, ich habe ein gelbes. Manches Banane, ne?
Meins Himbeere, glaube ich. Ich fühle mich wie ein sehr verrückter Mensch. Es gibt ja so Menschen, die haben zum Beispiel alles in Rot-Weiß gepunktet. Und es gibt eine Frau, ihre Lieblingsfarbe ist Giftgrün. Und die hat alles nur in Giftgrün. Ihre ganzen Klamotten, ihre ganze Wohnung. Ich glaube, die haben wir mal in einem Video gezeigt. So fühle ich mich gerade. Weil wir hier gerade sitzen mit einem Snack, nehme ich mir die Zeit. Ich muss endlich mal wieder jemanden grüßen. Du grüßt doch mit, oder? Ich suche einen Kommentar. Nihal Gökta. Ich liebe euch. Ihr seid die besten YouTuber der Welt. Hashtag WikiSarinaFam. Liebe Grüße. Danke für deinen Kommentar. Fühl dich gedrückt. Fühl dich, als würdest du ein Bärchen von mir bekommen. Na, er ist doch lieber selber. Ich würde auch gern Gelbes haben, aber ich darf nicht. Oh, fragt euch schon alle gespannt, was wir so geshoppt haben in Gelb und Rosa? Jetzt kommt die Auflösung. Guckt euch mal an, das ist ja mal der schönste Haul, den ich je hatte. Mega süß. Und Vickys Haul. Cool. Ich beginne einfach mal. Am coolsten finde ich deine Doppelbanane. Du musst gleich die Doppelbanane zeigen. Eine echte Banane? Eine Banane zum Duschen. Wer wollte nicht immer schon mal eine Banane zum Duschen? Entschuldigen Sie, was machen Sie da? Ich habe da ein kleines Problem mit meinem Pony. Irgendein Haar steht mir die ganze Zeit ins Auge und ich sterbe davon. Ich zeig dir das mal aus. Das ist nämlich mein erstes Teil. Ich habe einen Prinzessinnen-Spiegel in Rosa. Und so bürsten sich immer Prinzessinnen die Haare. Ich habe gerade keine Bürste. Cool, oder? Oh, damit fühle ich mich wie eine Disney-Prinzessin. Das habt ihr schon gesehen. Das ist eine Rollmaschine. Ich glaube nicht, dass das der offizielle Name dafür ist. Abroller, Abrollgerät, Entfusseler. Das kann man immer brauchen, vor allem, wenn man viele Tiere besitzt. Und deshalb, Leute, gehen wir das Problem am Grund an. Arme. Ja, funktioniert. Da sind auch Fussel drauf. Hast du noch deinen Abfussler? Wer kennt das? Das ist so ein Kaugummi. Unendlich lange Rolle in Pink. Achtung, ich bekomme hier gerade etwas in mein Funkgerät gesagt, das in meinem Ohr ist. Okay, was? Du hast jetzt die Chance, den Weltrekord der größten Kaugummiblase zu brechen. Okay. Der ist richtig lecker. Machst du ein bisschen? Zahnspange. Mehr für mich? Okay. Oh, ich höre gerade, du hast nur mehr 10 Sekunden Zeit. Man muss den erst einkauen. Geht's los? 3, 2, 1. Der ist noch nicht eingekaut. Wer hasst das Geräusch von Schmatzen genauso sehr wie ich? Das ist gerade eine große Herausforderung für Willst mich. Willst du gerade behaupten, dass ich schmatze? Nö. Ich doch nicht. Na, leider hast du nicht so geschafft. Okay. Ich mach mal mit meinen nächsten Sachen weiter. Schaut mal dieses mega süße T-Shirt an. Mit die kleinen Bienchen und Blümchen drauf. Könnte ich auch jetzt anziehen. Zieh es einfach drüber, da hast du einen Lagenlook. Oh, was ich noch gefunden habe, ist so Desinfektionsgel. In Gelb natürlich. Als erstes dachte ich mir, oh cool, das ist reduziert. Und als zweites dachte ich mir, kann man immer brauchen. Ine, Mine. Hex, Hex. Ich habe einen Zauberstab. Das ist auch so ein Schwamm für die Badewanne. Der war ebenfalls reduziert. Ich finde den so cool. Ich hatte auch mal so eine Badebombe, die auch so ein Stern auf einem Zauberstab war. Mit dem konnte man so durchs Wasser zaubern. Woo! Das hier hat Vicky entdeckt. Ich weiß bis jetzt nicht, was es ist. Es heißt Magic Twist. Das kann sich unendlich lang ausfahren. Ja, das steht da drauf. Vorsicht, nicht, dass es gleich ausfährt. Aber wie mache ich das? Werf's in die Höhe. Ja. Aber was bringt das? Spaß. Das war's schon? Ah, ja, siehst du, du bist immer besser. Wow, das ist cool. Ich will auch. So, Konzentration, Leute. Wow, wow. Zeigt euch mal die Zeitlupe, damit ihr alle versteht, wie das geht. Cool. In echt ist cooler. Aha. Ich höre heute nicht mehr damit auf. Zeig mal, was du noch hast. Ich habe einen Anti-Stress-Ball. Es ist kein Schwein. Doch. Das soll ein Schwein sein, das hat Katzengesicht. Es ist eine Mischung aus einem Schwein und einer Katze. Den kann man so drücken und dann hilft das gegen Stress. Oh, das verursacht Stress. Wieso geht das nicht schneller? Das muss dich entspannen. Nein, das regt mich auf. Schlecht für den Blutdruck. Mich macht so auch irgendwie ganz nervös. Entspanne und sag mal, das ist dein Job. Du hast einen einzigen Job. Das ist entspannender. Anti-Stress, das ist doch Pro-Stress. Schaut mal, was ich hier habe. Make your own slime. Cool. Das ist ein Mini-Labor in einer Box. Das sieht sehr danach aus, dass dieser Schleim am Ende grün wird. Aber die Verpackung ist doch gelb. Willkommen in unserer Schleimfabrik. Wir haben natürlich die Anleitung ausgecheckt. Geht's damit los, dass wir als erstes diesen ganzen Glue hier reinmachen. Durchsichtiger Kleber. Alles rein, das muss perfekt werden. Das ist eine geheime Flüssigkeit. Das wird ebenfalls dazu gemischt. Oh, schon ein bisschen. Oh, ich habe auch schon gekleckert. Es wird schon etwas schleimig. Farbe. Es wird grün. Der Schleim ist fertig und er ist voll cool. Der ist richtig gut geworden.
Der lässt sich voll gut ziehen. Ich bin sehr zufrieden. Nicht gucken. Ich fange mal damit an. Das ist ein Geschenk für dich. Aber du darfst heute noch nicht benutzen, weil es ist nicht gelb. Es ist eine rosa Tasse, auf der Lieblingsfreundin steht. Und das bist zufällig du. Oh, du bist so süß. Und für mich habe ich noch eine noch viel süßere Tasse. Das ist schon eine Weihnachtstasse. Ich weiß, es ist viel zu früh für Weihnachten. Und ich musste sie kaufen, weil ich Angst hatte. Dann ist sie für immer weg. Hey, hey, hey. Ich habe was zu testen, zum Naschen, zum Kosten. Ich auch. Deins finde ich weitaus merkwürdiger. Ingwer, Zitrone. Ich weiß nicht, ob ich das probieren will. Darfst du auch nicht. Zum Glück. Mr. Tom, darfst du auch nicht probieren. Das hier ist pink. Nein. Oh. Ich habe Fred Ferkel. Das sind rosa-rote Ferkel. Das sind gleich drei. Die sind super. Das schmeckt ja nur nach Zitrone. Oh nein. Lecker? Meinst du auch lecker? Hast du noch was zum Essen? Ich schon. Mr. Tom, ich liebe Erdnüsse. Und ich denke, es besteht nur aus Erdnüssen. Ist dir das ins Gesicht gefallen? Es ist mir ins Auge geschossen. Es ist in alle Richtungen explodiert. Oh. Und wie schmeckt? Lecker. Erdnüsse mit Honig oder so. Billy wird auch sehr, 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 sehr gerne probieren. Das ist für kleine Hunde nicht. Ich habe eine pinke Wundertüte gefunden. Das ist so eine Einhorn-Wundertüte. Und da gucken wir jetzt rein. Wer will wissen, was in der Wundertüte ist? Tada! Oh, ich glaube, das sind Sticker, ja. Wir haben Sticker, einen Bleistift, zwei Haarspangen und ein glückliches Unicorn. Süß. Vicky, wieso hast du dir Handschuhe gekauft? Das war das erste in rosa, was ich gesehen habe. Und ich dachte, das muss ich jetzt kaufen, weil ich darf ja nur rosa kaufen. Und vielleicht finde ich nicht viel in rosa. Also diese Handschuhe müssen mit. Jetzt habe ich rosa Handschuhe. Die haben aber nur 1,50 Euro gekostet und man kann damit auf seinem Handy tippen. Es ist angerichtet. Das sieht richtig schön hier aus. Meine Damen und Herren, ich führe Sie kurz durch das Menü. Das ist ein sehr förmliches Video. Zur Vorspeise habe ich hier ein Bananski. Meine Vorspeise wird... Ich habe viel weniger als du. Wisst ihr, Sarina hat gerade Pommes im Ofen. Pommes, was habe ich? Ja, pinke Popcorn. Ich habe Süßes mit Süßem. Ich bin ein bisschen unzufrieden. Was, so wenig isst du nur? Wie schmeckt das denn? Das schmeckt wie echte Früchte, da ist gar kein Zucker drauf. Mal sehen, ob mein Getränk besser ist. Rosenlimonade ist das. Very elegant. Ich koste. Das ist lecker. Das schmeckt richtig gut, aber irgendwie schmeckt es nicht nach Rose. Schmeckt wie Sprite. Das schmeckt, als wären da getrocknete Früchte gemahlen und da drauf gesprüht. Kein Zucker und kein Salz. Vicky, guck mal, meine Pommes. Ich habe sie sogar noch mit gelbem Käse überbacken. Ich hasse dich. Lecker. Lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt eure Wunschfarbe in die Kommentare. Was sollen wir als nächstes machen? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.